Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Daily Vlog. Und zwar geht es um ein neues Format, das ich euch gerne vorstellen möchte, wo ich gerne mit euch drüber reden möchte. Und zwar heißt das Format Call Me. Call Me ist auf Twitch, also wird auf Twitch gestreamt. Das wird einen Livestream geben. Und ich wundere nicht, ich teste hier gerade einen Beamer, einen Akku-Beamer. Der läuft so im Hintergrund mit. Deswegen, ich will die Akkulaufzeit testen und so weiter. Aber es geht darum nicht, es geht um Twitch, beziehungsweise um Call Me. Und ihr könnt mir jetzt schon auf Twitch folgen. Voraussichtlich Donnerstag, Freitag habe ich die Technik soweit, dass ich vernünftig live streamen kann. Und da kommt noch ein neuer PC, andere Kameras und so weiter, die da extra für installiert werden. Außerdem wird der Mops spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Ein bisschen dunkel hier, ne? Lennox, du in deiner neuen Pizzakiste. Der Mops hat immer alles im Blick hier. Auf jeden Fall geht es dabei um Domian 2.0. Also ich habe auf jeden Fall geplant, dass ich täglich von Montag bis Freitag 2 Stunden livestreame. Das heißt, Leute können mich anrufen und quasi mit mir quatschen übers Telefon. Das Ganze wird dann live gestreamt und die Nutzer können per Chat mit interagieren. Es gibt ja mal so die Donation-Funktion bei Twitch. Da habe ich mir überlegt, für jede Donation, also für jeden Euro, der reinkommt, bekommt der Hund ein Leckerli. Also keine Angst, der Hund wird nicht überfüttert oder sowas. Ne, Lennox? Der Hund wird nicht überfüttert, sondern er kriegt seine tägliche Ration in kleinen Dosen. Und somit hat man halt die Möglichkeit, weil viele bieten eine Donation an und das ist irgendwie langweilig, da passiert nichts. Und bei dieser Donation ist halt so, dass der Mops, dass Lennox da auch was von hat und mit von profitiert. Er kriegt auch eine eigene Mops-Cam. Also das wird ein Multi-Fenster sein, wo gestreamt wird. Und er bekommt eine eigene Mops-Cam. Was denkt ihr darüber? Wie denkt ihr darüber? Twitch halte ich auf jeden Fall für eine sehr, sehr intelligente Idee, beziehungsweise ich glaube, dass Twitch Potenzial hat und Zukunft hat. Viele Leute sind schon da und ich denke mal, ich mache auf jeden Fall nichts falsch, wenn ich mich da auch so ein bisschen mit niederlasse. Bei YouTube ist das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen steif und bei Twitch kann man doch noch irgendwie einiges machen und so ein bisschen mehr rausholen als aus YouTube. Ich werde natürlich die Videos vermutlich auch auf YouTube auf einem extra Kanal draufstellen. Wenn ihr die auf Videocheck sehen wollt, ist in Ordnung. Es ist auch geplant, dass man eventuell Produktvorführungen bzw. Live-Tests macht und wo dann die Leute gleich sagen können, hey, wie funktioniert das? Ist das wirklich so gut? Und quasi als wenn man direkt irgendwo vor Ort mit jemandem spricht. Der Nachteil ist natürlich an Live. Live ist live und das heißt, dass die Zuschauer sich nach meiner Zeit richten müssen und nicht so wie sonst die Videos online gucken können, wann sie wollen. Das heißt, ist natürlich ein Nachteil und sorgt natürlich auch dafür, dass unter Umständen manche Zuschauer nicht dabei sein können. Allerdings, wie gesagt, der Stream soll aufgenommen werden und hinterher nochmal zur Verfügung stehen. Ja, ich habe einen neuen PC noch bestellt, einen neuen iMac Pro und Stream Deck und so weiter habe ich hier schon installiert und ich warte, wie gesagt, auf die restliche Technik. Eine Elgato Greenscreen, die hinter mir steht und so weiter. Also einige Sachen, die da auf jeden Fall noch kommen. Produkte zum Testen. Ich kann ja aber kurz spionieren. Wir haben ja auf jeden Fall die HD Webcam Pro von Logitech. Bauen die vernünftigsten Webcams. Dann steht außerdem im Test noch Wi-Fi-Kamera, so eine Überwachungskamera. Die muss ich nochmal checken. Und außerdem großes Paket von Mediashop bekommen. Also danke nochmal an Mediashop. Hier geht es unter anderem um die kleinste Kamera der Welt, beziehungsweise eine Minikamera, eine Spionkamera. Finde ich sehr interessant. Die wurde so ein bisschen weiterentwickelt und verbessert. Und Staubsauger kommen noch. Außerdem, wie gesagt, der Beamer, den muss ich noch ausgiebig testen. Und das ist geil. Kennt ihr Mr. Scrub? Oder Scrub Mami? Scrub Daddy? Das sind diese Schwämme, die waren nicht bei Hülle der Löwen, sondern bei dem amerikanischen Format Shark Tank. Und Shark Tank hat mir auf jeden Fall davon auch einen Karton geschickt. Außerdem in Zukunft in Planung, Hülle der Löwen Produkte bekomme ich, bevor die veröffentlicht werden. Und im Zuge der Veröffentlichung wird auch das Video von mir gleichzeitig veröffentlicht. Wie das Ganze nachher funktioniert und aussieht, bin ich auf jeden Fall mega
mega gespannt. Wir können mal ganz kurz nach draußen gehen. Dazu scheiß Wetter. Ich warte hier noch draußen, dass ich hier weitermachen kann. Wie gesagt, der erste Teil vom Sichtschutz, der steht schon. Das muss noch einmal komplett umzu. Der Zaun muss gestrichen werden. Hinten mein Trockentrenn-WC von Trobolo muss noch gemacht werden. Hier muss noch Türen rein und so weiter. Hier soll eigentlich dann noch in Zukunft ein Überdach rüber. Eventuell, wenn das zu viel Platzmangel jetzt ist, kann es sein, dass wir die Firma jetzt nochmal woanders hin verlegen. In eine Halle oder in einen Bürokomplex, wo noch ein bisschen mehr Platz ist. Aber allerdings passt das hier. Und eigentlich wollte ich hier so meine Basis behalten, weil ich mag das mega gerne mit Waldgrundstück und so weiter. Also, das war mal kurz ein Update hier vom Videocheck. Gehen wir mal kurz zum Mops nochmal rüber. Lennox, komm mal her hier. Lennox, komm mal her. Komm mal her. Hey, sag mal hallo hier. Hä? Sag mal hallo. Hä? Das ist ein ganz Lieber. Der passt immer schön auf. Ne? Du passt auf, dass hier kein Böser reinkommt. Und richtig schön. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Sommer. Dann kann man richtig geile Videos machen. Da kommt auch wieder ein Mofa-Video. Ich wollte unbedingt nochmal diese Elektroroller testen. Lennox, komm her. Ich wollte auf jeden Fall unbedingt nochmal diese Elektroroller testen. Die finde ich mega genial. Aber trotzdem soll das Mofa bestehen bleiben. Ich habe ja noch zwei Mofas, aber momentan, wie gesagt, zeitlich nicht drin. Das neue Format auf Twitch könnt ihr jetzt schon abonnieren bzw. dem folgen. Und verlinke ich euch unter dem Video in der Infobox. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nachher kommt wahrscheinlich noch ein Produktvideo raus. Und wenn nicht, dann spätestens morgen früh. Also, abonnieren, kommentieren und bewerten. Euer Paul Kramer von Videocheck. Ciao.